eine Gruppe, genau. Also, komm mit Gruppenmitglieder, gehen wir in die nächste Ebene. Ich bin. So. Oh, hey, hast du das gesehen? In der Luft, in der Luft. Aua. Da, da hat sie drin. Ja, und... Hey! Jetzt ist doch irgendetwas umgeflogen. Ah, da kann man runter, schau das an. Ist da etwas spannend? Nein. Das interessiert mich alles nicht. Schalala, schalala. Das neue ist der. Wow! Okay, also das mit den Kombos ist noch ziemlich witzig. Mach den Huren Baum auffällen. Nö. Was ist das? Chef, schau jetzt, schau nahe. Sauer Schosshündli. Und da sauer Zeug will ich noch schnell einsammeln. Schau, da ist die eigene, da gehe ich rüber. Da kommt da ist die eigene runter. Ja, ey, immer mit der Ruhe. Aua. Komm Schattenzahn. Ja, jetzt hat er seinen Angriff gestoppt, weil ich ihn als Schnarren gehauen habe. Aua. So geht das! Jetzt fliegen Diamanten weg. Oder was auch immer das ist. Nein, das sind Diamanten, ich mag alle Eisen. Was reißt denn das aus dem Boden raus, Mann? Geld, Geld! Oh, was her mit dem Geld? Ich bin geldgeil. Geld regiert die Welt. Wow, schon Level 4, hey, krass. Nicht mehr SSS, sondern A. Ja, mach doch mal mehr Geräusche.
schließen. Gut. Da geht's raus. Eventuell. Ja. Hallo? Ah. Ja. Also. Ich glaube, ich mache da mal einen Schnitt. Beende das letzte Test. Ich könnte jetzt das weiterführen als Let's Play. Das Game, muss ich sagen, es ist mal etwas anderes. Es ist nicht so, wie man es eigentlich könnte vom Spielverlauf her. Aber es ist schon noch sehr interessant. Es ist jetzt halt am Anfang auch ein bisschen unübersichtlich. Ich müsste das mir auch noch ein bisschen durchlesen, genau, was da alles erklärt wird und von der Story her und bla bla bla. In den letzten Tests vor allem werde ich das sicher nicht machen, auch in Zukunft nicht, weil ich mich da schon noch kurz halten, weil ich die letzten Tests bewusst nur ziemlich kurz mache. Zum Game selber noch, also ich finde, es ist gut gelungen, es ist für ein Free-to-Play, also für ein kostenloses Spiel, sehr interessant. Also wenn man mal daheim ist und nichts zu tun hat, kann man das sich mal anschauen. Einfach auf die offizielle Seite Vindictus abladen, das geht sehr schnell. Es ist eigentlich erstaunlich klein. Warum weiß ich auch nicht, es war sehr klein gewesen. Also das ist vierte Stunde gegangen, habe ich das können gamen, starten und loslegen. Also es geht sehr schnell, wenn einfach mal langweilig ist, kann man das mal anschauen. Das ist für zwischendurch sicher nicht schlecht. Okay, ich werde demnächst, also wir haben ja jetzt schon Ende Februar, wäre der letzte Test von GameStar von Anfang an mitverfolgt hat, weiß, dass ich später angefangen habe. Wir haben jetzt schon Ende Februar und das nächste GameStar-Heft kommt eigentlich auch schon gleich ins Haus. Also ich werde jetzt die oder die nächste Woche die nächste Vollversion vom GameStar-Heft anspielen, antesten. Welches weiß ich noch nicht. Ich habe auch gar noch nicht geschaut, was für die Vollversionen drauf sind. Ich glaube, es ist nur eins drauf, das mal. Ich muss es anschauen, ich weiß es nicht genau. Das werde ich mich noch kurzfristig entscheiden, weil ich dort spielen werde und werde das selbstverständlich in die Playlist zufügen. Okay, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und schaue doch immer wieder mal vorbei. Ciao zusammen!